Am Institut für Organische Chemie der Karl-Franzens-Universität Graz konzentriert sich die Forschung auf Biokatalysatoren. Diese Enzyme sind in Mikroorganismen, Pflanzen oder im Menschen für das chemische Funktionieren natürlicher Vorgänge verantwortlich. In den Lebewesen arbeiten viele Biokatalysatoren zusammen, um komplexe Aufgaben zu erledigen. Wir nehmen jetzt aus verschiedenen Mikroorganismen verschiedene Enzyme heraus und setzen diese wie in einem Uhrwerk neu zusammen. Mit dieser Methode ist es uns möglich, nachwachsende Rohstoffe in neue Bausteine für Kunststoffe überzuführen. Mit Partnern aus Großbritannien, Holland, Dänemark und Deutschland arbeitet man im Zuge des 7. Rahmenprogramms der EU am Projekt M-BioCase, um Amine über biokatalytische Kaskaden herzustellen. In dem Projekt werden nachwachsende Rohstoffe über eine Kaskade zu den entsprechenden Aminen umgesetzt. Kaskade heißt jetzt, dass viele Stufen hintereinander ablaufen. Das heißt, mein Ausgangsmaterial wird zu einem ersten Produkt und dieses erste Produkt geht über in ein zweites Produkt, dieses in ein drittes Produkt, bis schließlich das Endprodukt erhalten ist. Und all diese Stufen, diese Umsetzungen, laufen in einem Topf ab zur gleichen Zeit. Das heißt, ich brauche die Zwischenstufen, die Zwischenprodukte nicht isolieren, sondern kann direkt bis zum Endprodukt durchgehen, bis zu meinem gewünschten Produkt. Das sind in diesem Fall Kunststoffbausteine, die für hochbeanspruchte Kunststoffe wie zum Beispiel in Snowboards oder Rotorblättern für Windkrafträder verwendet werden. Diese Art der Herstellung wird der sogenannten grünen Chemie zugeordnet, die versucht, möglichst umweltverträglich zu produzieren. Ein Ziel für die Zukunft ist, weg von den Erdölreserven als Rohstoffe hin zu nachwachsenden Rohstoffen. Die nachwachsenden Rohstoffe werden in meiner Meinung nach in Zukunft verstärkt in Kaskadenreaktionen umgesetzt zu Produkten für die pharmazeutische Industrie, für die Agrochemie und für die Kunststoffindustrie.